Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. Leute, herzlich willkommen zur 76. Folge. Hier ist unser BBB CityJet. Genau, wir sind in Frankfurt schon. Wir fahren von Frankfurt aus nach Hannover über Essen. Wir fahren jetzt dem ICE mal hinterher. Genau, so, ich habe die Züge alle irgendwie aufs Gleis bekommen. Wir sind inzwischen schon einmal in Essen gewesen und so weiter und so fort. Also wir sollten alle unsere anderen Linienbegleiter treffen. Und ja, jetzt geht's einfach mal los hier ganz entspannt auf unsere Linie. Hier geht's erstmal noch ein bisschen vorsichtig, weil wir hier Kurven, Weichen und sonstiges hinter uns haben. Okay, ich wollte gerade sagen, das sieht ja komisch aus mit den Wagen, aber okay, hat sich gerade revidiert. Jetzt passt die. Genau, deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig fahren. Haben wir hier noch ein paar. Ist ja auch nicht schlecht zum letzten Wagen und siehst den ganzen Zug nicht verkehrt, diese Ansicht. Ja. Der hat eine ordentliche Länge, unser Zug. Wir haben ihn ja ein paar Wagen verpasst. Also er passt definitiv in die Bahnhöfe rein, die er anfährt. Und alles schick, alles gut. Da, der Girono kommt ihm entgegen. Das haben wir langsam, ist er auch nicht. Höchstgeschwindigkeit 200. Ich weiß gar nicht, ob wir die irgendwo erreichen. Ja, müssen wir mal gucken. Der ist relativ zügig in der Beschleunigung. Das passt. Also der ICE da vorne vor uns sollte schon weg sein. Wir sollten hier freie Fahrt haben auf unseren Gleisen. Mal gucken, wie schnell wir werden. Momentan haben wir einen 6 km/h. Das ist noch nicht wirklich schnell. Aber wir beschleunigen. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, fehlen wir dann aus? Oder ist das hier unser eigenes Gleis noch? Wir werden sehen. Nein, wir fehlen aus. Genau. Hier hinter der Brücke fehlen wir aus. Und dann haben wir noch ein Stück eigenes Gleis. Aber da ist auch relativ viel Kurven. Zwar da auch nicht so beschleunigen können, wie wir das gerne könnten. Und wir müssen ja unseren Zug hier immer sicher über die Gleise, also sprich über die Weichen bringen und durch die Kurven steuern. Von daher ist da eine gewisse Vorsicht geboten. Auch hier im Spiel, nicht nur in Natura. Genau. Ja, wir haben ein relativ breites Tunnel. Ich weiß gar nicht, zwei Gleise, also die zwei ganz linken auch hier. Doch, die scheinen angeschlossen zu sein. Aber trotzdem haben wir hier eine relativ ruhige Strecke. Oh, sorry, Entschuldigung. Ja, schon relativ spät. Eine relativ kurvige Strecke, wo wir halt nicht hier die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausleben können. Jetzt fahren wir in die nächste Strecke rein. Naja, und ich glaube mal, wenn wir dann fahren könnten, sind wir schon in Henningsdorf. Und vielleicht mal sehen, nach Henningsdorf sollten wir ein bisschen freie Strecke haben im Tunnel. Dann bis wir wieder bis kurz vor Berlin auf die Strecke, von unserer Strecke runter, mal sehen, vielleicht schaffen wir da die 2 Minuten. Wir werden sehen. Jetzt geht es erstmal nach Henningsdorf, da nehmen wir schon den Hauptbahnhof. Ja, habe ich mir gedacht, mal wieder eine Strecke durch Henningsdorf, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Halt im unteren Teil des Bahnhofs halt noch Gleise frei. Da sind wir mal einfach morgens mit eingemietet. Durchfahren den Bahnhof mal im unteren Teil, weil oben ist schon relativ viel Verkehr. Hier unser Kollege mit der gleichen Linie. Genau, der kommt schon aus Hannover. Und
Und wir bremsen mal ab, weil wir vor uns einen Güterzug haben. Der muss erstmal das Gleis freigeben. Und wenn er das getan hat, ja, ein Flirt. Genau, Güterzug ist weg. Wir müssten jetzt eigentlich Einfahrt, freie Fahrt nach Hinsdorf oder nach Hinsdorf haben. Wie schaut es hier aus? Ja, die Autos müssen mal warten, aber das ist nicht allzu lang, die Schlange, das sollte passen. Was müssen wir halt immer mal so im Auge haben, wenn die wirklich zu lang werden, die Schlangen an den Bahnschranken, müssen wir halt mal eine Brücke bauen, dass die Autos darüber fahren können oder gegebenenfalls einen Tunnel, je nachdem, was sich anbietet. So, Fahrgäste haben wir noch gar nicht gebrochen. Also, wir sind schon gut beladen mit 46 Personen. Hier nebenan wieder ohne Wege. Das wäre dann Zug Nummer 3. Genau, 46 Personen haben wir an Bord. Mal gucken, wer hier alles zusteigt. Da stehen ja einige, aber es ist ja halt nicht die einzige Linie, die er hält. Und von daher schauen wir mal, wer hier aussteigt und wer hier zusteigt. Erstmal raus, alle Mann. Dann 21 Personen wieder rein. Das schaut gut aus. Was mir dabei einfällt, ich glaube, Essen müssten wir mal straßentechnisch anschließen. Das haben wir noch nicht getan. Ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Bahnhöfe schon angeschlossen haben. Die schon mit einer Straße versehen sind. Oh, was ist hier los? Warum ruckelt das hier so? Das gefällt mir gar nicht. Hier wieder der Kollege Nummer 4. Okay, die beiden sind jetzt relativ eng aufeinander. Aber ja, das wird sich alle im Laufe des Spiels alles revidieren. Die werden sich auseinanderziehen, die werden ihren eigenen Tag finden irgendwo. Dann mache ich mir gar keine Gedanken. So, hier schwenken wir mal auf das Tunnelgleis. Das vorhandene Tunnelgleis, weil die Gleise hatten wir neu gelegt. Jetzt nehmen wir mal die vorhandenen Tunnelgleise. Sollten wir jetzt eigentlich ungestört fahren können. Ja, da ist schon der Ausgang. Und wenn die Strecke das zulässt, sollten wir ja auch unsere 200 km/h erreichen. Gucken wir uns mal an. Da kommt Kollege Nummer 5. Damit sind wir vollzählig. Jetzt dürfen wir eigentlich keinen mehr treffen. Aber dann haben wir nämlich viel zu viele Züge auf der Linie. Ja, 130. Die 140 erreicht. Das ist noch nichts Weltbewegendes. 160. Jetzt sind wir über Regionalgeschwindigkeit. 175. Ja, und dann wollen wir schon wieder ab 179. Mal schauen, ob wir hier. Ja, genau, wir verlassen hier das Gleis und nehmen dann unser eigenes. Das ist jetzt wieder die Neubaustrecke, das wir halt mal gebaut haben. Zack, hier ist auch ein ordentliches Gleiswirrwarr im zweistöckigen Bereich. Genau, hinter der Brücke war ja das Problem hier mit dem Tunnel, der Straße oben drüber. Jetzt haben wir es umgekehrt gemacht, wir haben die Straße oben drunter gemacht. Und damit passt es wieder. Jetzt fahren wir einen relativ großen Bogen, fahren wir jetzt Essen an. Durch den Tunnel und dann sollten wir auch schon Essen vor Augen haben. Mit netten 180 km/h düsen wir hier lang. Es geht ja auch ordentlich hoch und runter. Ja, ist halt eine bergige Gegend hier. Und da geht es auch schon mal hoch und runter. Genau, 130. Jetzt setzen wir uns schon langsam Bremsen an, weil der Bahnhof ist nicht mehr als weit. 130 und jetzt sollten wir auch schon den Bahnhof vor Augen haben, genau.
hier drüben unser Güterbahnhof. Wie gesagt, hier müssen wir schauen, ob wir die Bahnhöfe schon angeschlossen haben. Doch, hier in V wollen wir auch noch nicht in Essen. Den sollten wir dann auch schnellstmöglich, wenn wir die Rücklieferung noch machen, wenn wir anschließen, dass hier auch die Person den Bahnhof erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, wir haben glaube ich fast herausgeworfen. 18 Personen steigen ein und wollen erstmal nach Hannover. Das sieht gut aus. Da fahren wir jetzt auch hin, nicht allzu lang. Ist auch ein Teil einer Laufstrecke. Mal gucken, was wir hier für Geschwindigkeiten haben. Aber eigentlich hat man relativ schnell, also über 2 Minuten gebaut. Sollte funktionieren, wenn der Weg denn ausreicht. So, dann werden wir hier mal ein bisschen Bewegung holen. Ein bisschen beschleunigen. Und lasst uns hier nochmal ein bisschen Zug von der Seite anschauen. Zack, mal von oben vielleicht. Auch eigentlich viel zu selten, diese Perspektive kann man auch mal nutzen. Hier mal von vorne so eine Draufsicht. Seitlich hier Fahrführerstand. Naja, ist auch nicht so überwältigend. Seitlichen Kameras hier auf dem Dach. Ja, sieht man relativ viel von der Landschaft. Und ja. Hier können wir uns mal den Radsatz anschauen. Die Schienen, die Gleise, gucken, ob der Rasen gemäht ist oder nicht. Gut, und damit sind wir auch schon wieder fast in Hannover. Ich würde sagen, ich drücke ihn relativ schnell durch. Das wäre hier die Einfahrt. Noch miterleben. Train. So, hier haben wir unseren IC, ist das nicht? Das ist das Rennvieh. Oh, das ist unser japanischer Kollege. Oder chinesischer Kollege. Okay. So, in Hannover angekommen. Herzlich willkommen. Zack. Alles steigt aus, 4 Mann steigen ein und die Fahrt geht zurück nach Frankfurt über Essen und Hennigsdorf. Gut, dann lasst uns hier mal nach Essen wieder zurück düsen. Oh, die Brücke sieht ja auch neckisch aus. Ja, ist ja auch toll. Okay. So, wir hatten, genau, wir hatten hier schon mal einen Busbahnhof hingesetzt, wir hatten aber noch keine Busstation hier irgendwie in ein Liniennetz aufgebaut, dass wir hier irgendwie, ja, lasst uns hier mal die Straßen ein bisschen vervollständigen, ich glaube, das kommt immer gut. Dadurch, dass wir auch ein bisschen was demoliert haben hier, ist glaube ich nicht verkehrt, wenn wir einfach mal unser Essen an Bürger hier mal ein paar Straßen spendieren. Genau, dann übernehmen wir die Kosten und nicht die Stadt. Aber Gebäude abweisen wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier nur mal so ein bisschen. Das gibt es hier natürlich nicht. So sieht es gut aus, so kriegen wir das hin. Genau, dann lasst uns mal hier noch eine Straße hinsetzen. Hier mal so weiterbauen in dem Format.
das andere könnt ihr anbauen. Häuser könnt ihr auch reinsetzen. Das ist alles euch überlassen. Werden wir hier bloß mal so dieses Waldstück eine Straße setzen. Das kommt immer ganz neckisch. Dann kann man hier auch mal das eine oder andere. Häuschen ein bisschen entfernt setzen. Genau, hier lassen wir den beiden stehen. Dann werden wir uns mal hier mit. Zack. Gehen, dass wir immer zur Brücke ansetzen, hier über die Gleise gehen. Genau, dann machen wir immer das. C, vielleicht nur mit. Ja, mit Fußgängergeländer, genau. Schauen, wie sieht die aus. Na ja, gut, was mir hier nicht, das gefällt mir hier nicht. Das gefällt mir definitiv nicht, weil wir hier keine Pfeiler haben. Das geht nicht. So, hier sind wir. Ja, wir müssen hier glaube ich ein bisschen breiter bauen, aber hier kommen noch ein paar. Leise werden hier noch kommen. Nicht, dass wir uns hier die Sachen verbauen. Na, mit M sollten wir hier auch eine Brücke hinbekommen. Ja, Play hätte ich doch schon ganz gerne. So, lasst uns hier mal auf Höhe bleiben. Okay, die Brücke. Hier hätte ich ganz gerne was für Fußgänger auch mit. Ah, genau, die. Wir haben mal wieder keine Pfeile unten drunter. Das ist doof. Okay, dann halt so. Und hier geht's ganz normal. Dann runter. Mit Bäume. Genau, damit hätten wir hier mal schon Essen so ein bisschen eingegrenzt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unseren Güterbahnhof hier anschließen. In irgendeiner Art und Weise. Und zwar funktioniert das hier. Ich glaube, mit Einbahnstraßensystemen müssen wir hier arbeiten. Ja, genau so. Muss das irgendwie funktionieren, dass wir dann hier rankommen? Oh, hier sind wir natürlich immens zu hoch. Müssen. Gut, aber wenn du jetzt hier schon passt, dann ist das in Ordnung. Na, wo bist du hingesprungen? Das war so nicht abgemacht. Bau nicht möglich. Ach, wie war denn das? Ich glaube, hier müssen wir das Gelände ein bisschen anpassen. Dass wir hier an unsere Straße rankommen. Wechselgröße, Stärke. Ja, genau, hier ist die Straße nämlich so ein bisschen verlagert. Und dann kommen wir auch hier ran, können uns das Ding schnappen. In der Hoffnung, dass wir hier eine Straße rausbekommen. Die sieht zwar recht komisch aus. Muss, aber ist halt so. Genau, das ist wohl hier. Steigung zu groß. Zack, so. Damit ist unser Güterbahnhof hier angeschlossen. Das passt schon mal. Wir brauchen jetzt hier mal ein paar Gebäude und Haltestellen. Genau, für den Personenverkehr. Wir haben hier unseren Busbahnhof. Fahren mal ganz spontan hier, zack, zack. Dann werden wir hier mal eine relativ
große Runde drehen. Innenstadt begeben. Hier geht's wieder raus. Dann hätte ich hier mal ganz gerne noch eine Bussi und das war's. Okay. Damit machen wir hier mal eine Linie. Das wäre. Bus. Essen. So, Linie, wo bist du? Da bist du. Station hinzufügen. Wir fangen mal hier an. So, warte mal. Ist natürlich doof mit dieser Station. Na, dann lassen wir dich aus. Dann bist du hier als nächstes dran. Du. Danach nehmen wir dich mit, dann bist du dran und du. Und dann kommen wir wieder zurück. Und jetzt geht das Ganze wieder rückwärts, das Spiel. Zack. Zack. Und hier zurück. Aha. Ich verstehe, also lass uns mal hier nochmal hinter ist ein Transfer. Die Station einfügen und hinter dem Mittelweg hätte ich auch ganz gerne dich nochmal. So, damit haben wir nämlich den Ring hier geschlossen und alles ist gut. Okay, dann passt es. Wir brauchen noch ein Depot. Oh, ich sehe hier schon Autos, weiß gar nicht, wo die herkommen, aber die werden irgendwo gespawnt bestimmt und lutschen dann an irgendeiner Stelle raus. Lass uns hier mal was Modernes nehmen. Busse, Tram, Depot, Busse. Wir nehmen Busse. Für Essen würde ich mal hier was Blaues nehmen. Standard in Out. Gut, damit hätten wir hier unser Depot. Und wir müssen hier mal ein paar Fahrzeuge kaufen, vorzugsweise für Passagiere und mal gucken, was wir hier so für Busse haben. E-Citaro, na den werden wir nehmen, der sieht auch gut aus. Eine relativ große Stadt, lasst uns hier mal 10 Busse einsetzen, die nehmen wir und die setzen wir dann hier auf. Essen. Zack, da sind wir. Bus essen, wir haben mal umbenennen. Bus 1 essen. Genau. Und damit herzlich willkommen und habt viel Spaß auf unserer Anlage. So, wir schauen mal, wo wir hier eine Verbindung schaffen, zum Beispiel nach Hannover. Eine Straßenverbindung, da hätten wir hier. Zack, hier rüber. Ich glaube, dann sollten wir hier mal so ein Überland. Straße. Anschaffen, meinetwegen mal vierspurig. Dass wir hier mal rausgehen. Zack. Ups, da gibt es eine Fehlermeldung. Was das auch immer ist. Zack. So, mal gucken, ob wir hier mit dem Tunnel. Ja, hier kommen wir mit dem Tunnel, müssen wir hier lang. Das ist nicht weiter schlimm. Zack, hier nach Essen. So, damit ist Essen erstmal mit der Außenwelt verbunden. Hätten wir hier noch eine Möglichkeit.
So, was sagt denn die Fehlermeldung hier, wenn ich fragen darf? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Was ist da passiert? Warum auch immer. Beobachten wir die Sache mal. Unsere Busse sind hier fleißig unterwegs schon in der Stadt. Sie sammeln die Passagiere ein und befördern sie zum Bahnhof. So, wie sieht es hier aus? Terminals, Terminal 2, können wir dich auch mal in Terminal 1 schicken. Dann gibt es nämlich nicht so ein Gedränge. Sehr schön. Gut, dann lasst uns hier mal den Güterbahnhof ein bisschen in Action bringen. So, die Essener brauchen natürlich Essen. So, und wir haben ja gesagt, wir haben hier irgendwo noch Felder rumzustehen mit Getreide, und zwar hier, und dann hätten wir hier eine Lebensmittelfabrik. Wie ist denn hier die Auslastung? Ah, die ist schon relativ, ja, wohl 280 von 400, aber die Städte wachsen. Haben wir vielleicht noch eine in der Nähe, die man nutzen könnte? Gut, Getreide hätten wir hier und hier. Könnten uns hier entlang nach Essen schleichen. Fehlt uns aber die Lebensmittelfabrik auf dem Weg. Was ist hier los? Hier haben wir Lebensmittel 51. Naja, alles gut. So, hätten wir hier erstmal das Teil. Müssten hier noch vielleicht mal der Lebensmittelfabrik hinsetzen. Vielleicht setzen wir die einfach mal hier hin, dann liegt sie mit auf dem Weg. Ah, ich guck mal, wir können ja auch hier hinsetzen, dass wir ein bisschen längeren Weg haben. Vielleicht mal so ein bisschen am Wasser. Mal gucken, können wir irgendein Gleis mitnutzen? Wir könnten das hier eventuell nutzen, hier lang. Um Berlin rum. Nicht wirklich. Aber dass man vielleicht sagt, man geht von hier hinten aus. Oh, was haben wir hier? Hier macht. Wir nutzen das Gleis hier von hier lang. Hier nehmen wir unsere Lebensmittelfabrik. Hier würden wir das ansteuern, würden dann. Ja, da kommen wir auf der anderen Seite. Essen wäre hier. Das Gleis hier mit nutzen, hier wieder vielleicht runtergehen, und ja, dann machen wir hier mal so einen kleinen Lebensmittel und hier Kohle werden wir mal hier an der Stelle wegnehmen, weil brauchen wir nicht wirklich. Was haben wir da noch? Das ist die einzige Lebensmittelfabrik. Ja, das ist die einzige Lebensmittelfabrik. Okay, dann werden wir dich mal hier ransetzen. Zack, herzlich willkommen. Wir werden dich mal gleich mit der Straße verbinden. So, angeschlossen bist du. Auf zwei Seiten sogar, das passt. Lasst uns hier einen Bahnhof ansetzen. Gebäude. Ja, Standardbahnhof. Zwei Gleise, wir fahren. Ja, das reicht aus. Obwohl, vielleicht, wenn man hier nochmal. Von der anderen Stadt. Lebensmittel mitnimmt, wäre es, glaube ich, vorzugsweise, wäre es besser, wenn wir hier. So, nochmal ein paar Gleise mehr dran haben.
So, dann nehmen wir dich hier mal. Wo haben wir gesagt, musst du hin? Du musst hier hinter Berlin. Und hier hätten wir unter. Ja, dann gehst du hier durch. Dann gehen wir hier rein. Nutzen das Gleis hier mit. Gehen hier runter. Jetzt hier einfädeln. Ne, wir fädeln uns hier nicht. Ja, wir machen ein eigenes Gleis. Mal gucken, wo wir das hier hinlegen können. Vielleicht schaffen wir es ja auch, genau. Lass uns hier mal so am Wasser lang angeln. So, relativ scharf. Wo wir hier rüber. Bahnübergang kann definitiv bleiben, weil hier haben wir eh nicht so ein Tempo drauf. Den Kurven. Genau, machen wir ja halt mal eine Linie, die so ein bisschen am Fluss entlang geht. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ich glaube, wir könnten mal Paralleltracks einschalten. Wir probieren es einfach nochmal. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Tricks hier. Essen benötigt jetzt Waren. Auch die sollt ihr bekommen. So, da können wir auch noch hier unten lang und dann können wir eigentlich hier ins Gleis rein. Und dort wieder raus in den Bahn. Ja, machen wir das. Da lasst uns hier mal langdüsen. Zack. Ich darf die Zeit hier nicht aus den Augen verlieren. Weil beim Bauen verliert man relativ schnell das Zeitgefühl. Nicht, dass wir wieder so eine lange Folgen haben. Will ich eigentlich nicht. Aber ich würde schon ganz gerne nochmal hier das Ganze zu Ende bauen wollen. Müssen wir mal ein kleines Stück nach unten gehen, dass wir hier auch vorbeikommen. So, schaut das gut aus. Jetzt müssen wir uns mal wieder nach oben orientieren, weil wir hier in dieses Gleis müssen. Tunnel brauchen wir hier nicht. Ah, Moment mal, ich könnte mit dir rein, theoretisch könnte ich mit dir hier rüber. Geht's ja ohne Tunnel oder was ist das? Warum ist das hier so ein Berg? Nee, Tunnel gefällt mir ja nicht. Lass mich das hier mal ein bisschen freischaufeln, genau. Paralleltrack nehmen wir mal raus, weil die Seite des Gleises geht dann ganz entspannt hier ran. Und dann gehen wir nämlich hier runter. Zack. Das und die Seite nehmen wir hier lang runter. Genau, geht's hier mal noch lang. Ist er nicht? Ist der das hier? Und der ist es hier. Ist das alles ein bisschen. Ja.
So, mal hier ein paar Tunnelwände. Ist ja alles noch vom Hochwasser so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ist halt noch ein bisschen Wasser, was hier so am Rand steht, aber dafür haben wir ist gut. So, genau. Hier haben wir noch lang. So, lasst uns hier mal die Signale machen. Später. Dann müssen wir hier lang. Ah, hier haben wir unser Denkmal, was wir, glaube ich, jetzt auch mal wegnehmen können. Braucht hier keiner mehr. So, wo müssen wir hin? Wir haben gesagt, wir müssten hier mal wieder auswählen. Das machen wir vor dem Tunnel. Dann gehen wir einmal hier rüber, einmal lang und dann setzen wir hier unseren Bahnhof hin. Gebäude, da reicht zweigleisig aus. Und dann setzen wir das hier ran. Kriegen wir es hier unten angesetzt, ohne dass wir hier irgendwas demolieren. Feld wollte ich jetzt nicht abweisen. Vorhin hat er doch hier irgendwo was gepasst. So, wir schauen mal, ob wir eine Straße angekommen. Irgendwie müssen wir das Teil verbinden. So, haben wir hier Verbindung? Wir haben eine Verbindung. Das ist sehr schön. So, dann geht es hier mal mit Gleise weiter. 400er, selbstverständlich. Wo müssen wir hin? Gehen aber erstmal ein Stück geradeaus. So. Dann hätten wir hier gerne mal Hosenträger. Zack, eine Weichenkombi. Dann wird hier jedes Gleis seinen eigenen Weg nehmen. Dann mal hier erst einmal ransetzen. Brücke würde ich die nehmen wollen. Zack. Und dann geht's hier rein ins Gleis. Relativ zügig. Und hier geht's relativ zügig raus. Dran, ja, hier sind wir dran. Mal mit dem Gleis gehen wir mal hier durch. Wir werden uns dann hier unten lang schlängeln hier ran. Genau. Ups, da fehlt mal ein kleines Stück. Das ist gut, lass uns hier noch die Signale setzen und dann muss ich mich noch ganz schnell beeilen. Einmal Signal. Einmal hier. Einmal dort. Einmal hier. Hier hätten wir den Einfahrtssignal, genau wie hier. Und alles andere passt. So, dann geht es hier gemeinsam das Gleis lang. Hier hätten wir ein Zufahrtssignal, alles andere kann hier stehen bleiben. Einmal dort, einmal dort. Und hier können wir mal einen Block setzen.
Aber ich glaube, da werde ich ihm oft noch was machen. Das gefällt mir nicht hier mit dem Wasser an der Seite. Oh. Jetzt haben wir hier relativ viele Signale. Schon automatische Signalsetzung hatte ich aktiviert. Oh gut. So, einmal dort, weil wir schaffen es eh nicht mehr heute hier den Abschnitt nach Essen zu bauen. Das klappt von der Zeit her nicht mehr. Aha, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dafür haben wir noch eine neue Folge. Genau. So, wir sind hier an der Lebensmittelfabrik stehen geblieben. Da machen wir dann nächstes Mal weiter. Lass mich mal schauen, ob wir hier einen Zug finden. Vorzugsweise hätte ich hier ganz gern unseren Railjet. So. Mit dem verabschieden wir uns. Haben wir letzte Woche schon mal gemacht, aber mit dem werden wir auch. Ne, begonnen haben wir ja. Wir verabschieden uns mit und ich halte meine Klappe und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Axel K. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimm, was wir wo, wann bauen. Bis dahin. Tschüssi, euer Axel K.